Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir sind noch immer in der Mine der Goronen und wir haben das letzte Mal ja die Waffe des Helden bekommen, nämlich den Heroenbogen. Oh, das kratzt, ich höre es schon. Ja, das kratzt hier echt krank. Echt, tut mir leid. Oh, er hat mich runtergeworfen. Ernsthaft? Ich muss mich jetzt so hinstellen, dass ich das Vieh mit dem Bogen treffen kann. Das war daneben. Das war getroffen, aber das reicht nicht. Daneben. Oh, please. Aber wie viel hält... Ah, jetzt reicht's. Komm, gib mir Pfeile. Na gut. Gut, so, jetzt müssen wir nochmal da hoch. Im letzten Part haben wir ja da eine Cutscene gesehen, dass sich da irgendwo ein Schalter befindet. Boah, tut mir leid für diesen irre krassen Sound. Ich weiß nicht, warum das so schrecklich ist, aber naja. Ist ja zum Glück nicht so laut. Dann, ich drehe es ja immer runter. Ja, da war es auch wieder. Das war kein sauberer Ton. Ich weiß nicht, warum das beim Grabbing so unsauber rüberkommt. Weil auf meiner Konsole läuft das alles sauber. Keine Ahnung. Kannst mir nicht erklären. Wenn mein PC zu schlecht geworden. Keine Ahnung. Ich kenne mich auch mit dem Grabbing-Zeug nicht aus. Ich bin froh, dass das hier soweit funktioniert. Vielleicht habe ich einfach da falsche Einstellungen. Ich weiß es nicht. Oder ich muss entsprechend beim Rendern was beachten, dass es sauber gemacht wird oder so, dass es, falls sowas geht. Ich habe keine Ahnung. So, wir haben erstmal hier was aktiviert und bin darüber. So. Ja, was? Er kratzt das ohne Ende, Mann. Im letzten Part habe ich es noch so gelobt, dass es nicht mehr kratzt. Das ist schon wieder richtig schlimm geworden. Das ist ja... tut mir echt leid. Kein schönes Tongefühl mehr. Hätte ich auch fast versuchen können, mit dem Dings weiter aufzunehmen, mit dem Dolphin, ey. Ja, es ist echt nicht schön. Ah, da komme ich wieder nach unten, okay. Nee, da will ich nicht hin. Oder will ich da hin? Ich sollte auf die Karte schauen, hier ist etwas eine Tür. Guck mal. Ah, nee, genau, hier muss ich, glaube ich. Ja, doch. Ah, ja, hier muss ich wieder lang. Und diesmal kann ich ja mit dem Pfeil da oben den Schalter aktivieren. Autsch. Ja, hier waren wir doch schon. Hier haben wir noch einen schönen Fangstoß. Gefolgt von dieser Posierung. Und dann schalten wir die beiden Statuen da oben aus. So. Ihr seht auf der Minikarte schon den lilanen Punkt. Ja, das ist der Boss. So, und hier sind wir wieder. Wo wir im letzten Part angefangen haben. Oder war das der vorletzte? Ja, ich komme gerade durcheinander. Das ist der letzte. Ne, es war der letzte. Na, 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 na. Seht ihr, da ist noch eine. Da ist noch eine Kiste. Auf dem Screen. Die ist unten im Wasser. Ach so, ist das. Ich hab nicht mehr viele Pfeile. Der Satz mit X war wohl nix. Ach, da oben sind noch mehr. Es war noch einer da. Weil den Loot kann ich jetzt nicht abgreifen von denen. Bumm. Ja, er guckt so doof, hä? Ja, Secret. Nur gewusst wie. Nämlich hoch.
Wow! Die bescheuert? Ich habe eine Pfeil beschossen und ich habe einen Pfeil bekommen. Ernsthaft? Wow. Auf das Fass zielen. Ja. Ach, da drüben steht noch der eine, ja. Ah ja. Da haben wir noch die Steuerung für den Magneten. Ah ja. Ja, ich hab's gecheckt. Ich muss da drüben mit dem Pfeil und Bogen die Seile durchschneiden. Jawohl. Zack, ja, unten im Wasser ist eine Kiste und da hinten ist auch noch irgendwo eine Kiste. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Ich keine Lust ins Wasser zu springen oder nochmal den ganzen Weg lang zu laufen, wenn ich ehrlich bin. Wenn, dann ist es auf jeden Fall eine Kiste mit Rubinen. So viel ist eigentlich sicher. Hier soll eigentlich auch noch eine Kiste sein. Wegen den Schalter aktivieren oder irgendwie alle Monster töten oder so. Dass die Kiste erscheint. Ich schieße mal den da hinten noch ab. Das ist nämlich der letzte. Also Kiste ist jetzt keine erschienen. Da ist eine Fee aufgetaucht. Und eine leere Flasche. Nee, ich habe lauter Öl dabei. Und da hab ich habe immer noch die Milch. Stimmt. Ach komm, scheiß drauf. Gib mir die Fee her. Ja, ist natürlich keine 100%, wenn ich die Kisten nicht mitnehme, war. Ich habe jetzt keine Lust, die Kiste noch extra zu suchen. Ja, ich bin nach Scheiß drauf. Wir haben alles Wichtige. Die Herzteile haben wir und die... ja, alle, den Master Key haben wir sowieso. Der ist ja hier in diesem Dungeon nicht in der Kiste. Und... ja, Dungeon Item haben wir auch. Oh, please. Ah. Gerade Pfeile geblockt. Nice. Und daneben ist auch vorbei. Jetzt mal Ruhe hier. Ganz großes Tor. Oh, was ist hier denn los? Oh, wie viele lagen denn da jetzt am Boden und hätten einen Fangstoß gebraucht? Zu viel. Hab nur ein Schwert. Ah ja. Boss-Time, meine lieben Freunde. Jetzt auch lange genug in dieser Mine. Wir öffnen das viel zu große Schloss. Es fällt neben uns runter, aber uns passiert nichts. Nein. Wir sind ja auch der Mighty Link. Oh, hier ist aber ganz schön dunkel drin. Also, Grogor? Was zum... Wieso ist der so schwarz? What the fuck? Ist das jetzt auch ins Auge oder was? Boah, mein Pfefferminz oder putzt ihr die Zähne? Ist ja ekelhaft. What the? What the? Flammende Bestie, Flammatron. Ich will wieder raus.
ziemlich obvious, was wir hier machen müssen. Wir verpassen ihm einen Pfeil. Und seht euch mal diese Ketten an. Den Boden kennt ihr auch. Ach, jetzt schnappt ihr doch so eine fucking Kette, Mann. Ja, das war zu spät. Au. Die Stiefel wieder aus. Also. Auge mit einem Pfeil abknallen, Kette nehmen, den Eisenstiefeln und dann dran ziehen, um ihn zu Fall zu bringen. Dann zum Kopf rennen und ordentlich mit dem Schwert draufhauen. Ja, das tut weh. Komm, dreh dich rum. Dreh dich rum. Ich weiß, wenn ich hier... Das ist schon zu spät, oder? Ja. Wenn ich aber direkt neben der Kette stehe und ich das nicht aufnehmen kann, dann weiß ich aber auch nichts mehr. Das ist ein Pfeil und halt die Klappe. So. So, komm her. Put, 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 put. Oh, riss das. Nur noch nicht genug. Jetzt aber, komm. Das ist also auch noch ein relativ simpler Kampf, wenn ihr mich fragt. Nicht besonders schwer. Aber, naja. Das war's. Wenn ihr mich fragt, kann es nur eine Macht geben, die ihn so böse macht? Jedenfalls ein Herzcontainer. Ein Schattenkristall. Gut gemacht. Jetzt hast du schon zwei Schattenkristalle. Ja, ja, schon gut. Zur Belohnung werde ich dir etwas Spannendes erzählen. Santo. So heißt derjenige, der die Schatten über diese Welt gebracht hat. Man nennt ihn auch den König des Schattenreichs. Er ist sehr stark. Du bist ein Nichts gegen ihn. Aber ich werde Santo niemals in unseren König anerkennen. Und auch nicht, dass die Welt des Lichts von dieser verwöhnten Prinzessin und ihren Verbündeten regiert wird. Nicht, dass ich dir etwas Böses wollte. Ich will nur die Schattenkristalle. Alles andere interessiert mich nicht. Also gut, es fehlt nur noch einer. Den findest du wohl auch noch, oder? Santo, also. Jetzt hat das Böse einen Namen. Grogor. Wir nehmen erstmal den Herzcontainer. Ah, erstmal looten, dann können wir nach den Verletzten sehen. Was? Wo bin ich? Mein Kopf brummt. Oh, das wird wieder. Das wird wieder, Alter.
Willst du wirklich weg von hier? Bist du sicher, dass du nichts vergessen hast? Ja. Ganz zwar nicht alle Kisten, aber Schwamm drüber. Ja, natürlich möchte ich das Spiel speichern, immer. Jetzt könnt ihr sehen, wenn ich den Part schon aufnehme. 14.02. Seht ihr mal. Auserwählter Link. Das Land im Norden. Jenseits der großen Steinbrücke wird von Lichtgeist Ranel behütet. Dort wirst du die finden, die du suchst. Ilja? Oh! Die Mannschaft versammelt. Link! Colin! Das ist noch viel zu schwach. Was ist mit Ilja? Du musst Ilja retten. Bestimmt haben die Bösen sie irgendwohin verschleppt. Ich habe diesen Albtraum doch nur ausgehalten, weil ich immer Ilja und dich vor Augen hatte, Link. Und jetzt? Jetzt bin ich wieder in Sicherheit. Du erinnerst dich doch noch an das, was ich dir damals in Ordnung gesagt habe, oder? Ich möchte einmal so werden wie du, Link. Ach das? Mach dir um mich keine Sorgen mehr, jetzt musst du Ilja retten. Sei beruhigt, ich werde auf diese Kinder Acht geben. Du aber solltest zu denen gehen, die ich jetzt mehr brauchen als wir. Sein Anblick erinnert mich an den Helden aus alter Zeit, von dem die Legenden Hyrules berichten. Möge der Segen der Göttinnen von Hyrule dich begleiten. Und Maro steht da hinten und denkt sich: Werde doch mal fertig. Kleines Stewie sozusagen. Naja, Stewie Griffin ist eine andere Geschichte. So, wir sind tatsächlich fast fertig in Kakariko. Eine Sache noch. Epona können wir natürlich mitnehmen. Das heißt eine Sache, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Ach nee. Hallo? Fangen ja die Geronen hier. Ich will mit dir reden, hallo. Vielen Dank, dass du unser Oberhaupt, die kostbare Mine, gerettet hast. Wir haben die Menschen in diesem Dorf viel Ärger gemacht. Ja, müssen wir jetzt besonders nett sein. Wenn du auf meinem Rücken steigst, schleudere ich dich bis zur heißen Quelle am Hotel. Hm, nö, danke. Na gut, aber wenn du doch mal nach oben willst, sag Bescheid. Ich schleudere dich dann gerne hoch. Oh, das ist sehr lieb von dir. Ja, ich wollte zwar nicht so einen stilvollen Abgang machen, aber egal. Ja, steig mal ab. Ich muss dann sowieso nochmal absteigen. Was hast du denn zu erzählen? Endlich kann man wieder in die Mine. Da habe ich gleich Burns ein paar Rohstoffe zur Bombenherstellung mitgebracht. Er bietet sie wohl schon wieder zu verkaufen an. Du solltest die Sprengkraft von Burns Bomben unbedingt auch kennenlernen. Also, wenn du auf das Dach von dem Laden hier willst, soll ich dich hoch. Wie wär's? Nein, danke. Burns verkauft jetzt Bomben? Oh ja, ich will unbedingt Bomben haben. Bomben, 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 Bomben. Ich will Bomben! Bomben! Verzeihung. Oh, hallo! Na, wie wär's? Hab alles einigermaßen beisammen. Der Laden läuft also wieder. Obwohl, im Moment habe ich nur eine Sorte. Wenn nur das Lager nichts abbekommen hätte. Wird bald wieder mehr geben. Sieh dich auf jeden Fall in aller Ruhe um. Bomben. 10 Stück, 30 Rubine. Neue Bombe 1 in Arbeit. Neue Bombe 2 in Arbeit. Okay, interessant. Verkauf im 10er-Pack. Ist zwar nur Standardmodell, aber trotzdem enorme Sprengkraft. Aber du hast ja gar keine Bombentasche für die Bomben. Ich habe gerade für 120 Rubine prall bombengefüllte Tasche als Prämienpackung im Angebot. Wie wär's? Kaufen.
Ach, so ist das? Na dann viel Spaß mit meinen exquisiten Bomben. Ich habe sie wirklich alle selbst gemacht. Noch etwas, wenn du Bomben im Kombi mit Pfeilen verwendest, kannst du mit Bombenpfeilen weit entfernte Ziele erreichen. Ich schicke dir demnächst mal einen Brief, da findest du alles genau beschrieben. Kannst alles nachlesen, wenn du willst. Wow, wie sieht denn die Bombentasche aus? Interessant. Hab ich ganz vergessen. Aber rund um die Uhr geöffnet. Okay. Tatsächlich können wir Bombenpfeile jetzt verwenden, ich zeige euch mal. Da, Kombi mit Bomben. Kombi mit Bogen, so. Jetzt haben wir Bombenpfeile. Das heißt, wir stecken quasi einfach eine Bombe auf einem Pfeil drauf, zünden die dann an und schießen das ganze Ding ab. Das ist ungefähr so wie als... nein, keine Vergleiche jetzt. Sonst kriege ich bis zum nächsten Silvester einen Haufen Anzeigen wegen Anstiftung zu Dummheiten. Das kann ich nun wirklich nicht gebrauchen. Ich möchte tatsächlich noch eine Sache machen, bevor wir jetzt zum Ende kommen. Ich will das nicht wieder abschieben, nämlich... So funktioniert der Bombenpfeil. Und seht mal, was da liegt. Ein knackiges, frisches Herzteil. Ja, das war wohl Fail. Was zum... Bring mir jetzt das fucking Herzteil, Mann. Geht doch. Herzteil. Sammle ein weiteres und erhält da ein zusätzliches Herz, ja. So, das machen wir jetzt auch mal gerade mit dem Bombenpfeil, weil ich lustig bin. Meine Höhle frage ich schon. Hier sind Hühner. Kommen wir hinter die Quelle. Ah ja, Wasser. Und da ist ein Loch. Okay. Tauchen wir mal hinab. Kiste am Boden. Seht ihr die? Was da wohl drin ist? Noch ein Herzteil. Und damit haben wir wieder 5. Und wir bekommen ein neues Herz. Nice. Jetzt haben wir nicht 5, jetzt haben wir nicht 6. Nein, wir haben schon 7 Herzen. Eigentlich hätten wir es 5. Wir haben 2 Dungeons erledigt. Und schon 10 Herzteile. Das müsst ihr euch mal geben. Na, in anderen Zelda-Teilen wären es 8 Herzteile. Wir haben schon 10. Nice! So gefällt mir das. Und wie es weitergeht, liebe Freunde, das seht ihr beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss. Euer Onion.